Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Legung. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass ihr heute alle wieder da seid. Ja, ich muss gerade so schmunzeln und lachen. Ich habe hier gerade spontan mich entschieden, noch ein Wochenendvideo aufzunehmen und hatte meinen Schreibtisch aufgeräumt. Und es stand die ganze Zeit dieses Marmeladenglas ungefähr dort. Und es stand da und stand da und eben habe ich das Video schon angefangen und habe es überhaupt nicht bemerkt. Jetzt habe ich es weggenommen, dachte mir aber, ich zeige euch das mal, wie betriebsblind man einfach wird. Ich habe das nicht gesehen, dass mitten auf der Arbeitsfläche ein Glas steht. Na gut. So, wie dem auch sei, wir beginnen jetzt mal, wir gucken mal rein, was ich hier so zeigen mag. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise führt. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel. Das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es natürlich aber auch nicht. Du weißt ja, du schaust die Kartenlegung immer in eigener Verantwortung. Und wir sitzen hier halt zusammen an meinem Tisch und gucken mal so rein, welche Angebote das Universum dir machen möchte. Angebote zum drüber nachdenken, zum reinspüren. Und ja, das ist ganz unverbindlich. Ja, nimm dir nur das mit, was sich für dich halt so anfühlt, als könntest du es gebrauchen und alles andere lässt du halt da. Ich vergleiche das mal gerne mit einem Besuch in deinem Drogeriemarkt, einem Drogeriemarkt deiner Wahl. Und da gibt es einfach 51 Sorten Zahnpasta und niemand zwingt dich, von jeder Tube eins zu kaufen. Und es zwingt dich auch niemand, von einer bestimmten Marke etwas zu kaufen, sondern du entscheidest halt, was für dich das Richtige ist. Probierst mal das eine aus, mal das andere. Vielleicht schaust du auf die Inhaltsstoffe oder halt auf den Charakter oder die Ausrichtung der Menschen. Und dann nimmst du halt nur wirklich das mit, was halt zu dir passt. Und so ist es halt überall. Beim Kartenlegen, beim Klamottenkaufen, bei der Essensauswahl. Und dementsprechend freue ich mich über jeden, der sich hier gesehen und wertgeschätzt fühlt und hilfreiche Impulse erhält und das dann ja irgendwie auch wertschätzt in Form von Likes und Kommentaren. Ihr seid wirklich super. So, wir haben hier zwei Karten. Die eine ist eine Nachricht von Erzengel Uriel. Sie erinnert mich auch mal an den Eremiten, jemand, der mit sich alleine zufrieden sein kann, der von innen nach außen heraus strömt und auch im Vertrauen und in der Liebe ist. Du weißt, was zu tun ist. Vertraue deinem inneren Wissen und setze es ohne Zögern in die Tat um, sagt die eine Karte, und die andere bläst ins selbe Horn. Das ist nämlich die Leidenschaft. Na, sieht man das so? Ist ein bisschen schwer mit der Lampe hier heute. Heute ist alles ein bisschen schwierig mit der Technik und so. Entweder blendet es mich oder die Karten. Also ich hoffe, ihr könnt das jetzt lesen. Wer mag, kann natürlich wieder einen Screenshot machen. Ich lese mal vor. Die Botschaft ist von Erzengel Haniel. Vertraue und folge deiner wiedererwachten Leidenschaft, sowohl in deinem Liebesleben als auch in deinem Beruf. Also, ganz gleich, ob es jetzt hier sich um eigene innere Themen handelt, um berufliche Themen oder partnerschaftliche Themen, im Endeffekt weißt du aus deinem Inneren heraus, was für dich richtig ist. Aber vielleicht möchte der ein oder andere das noch nicht so gerne akzeptieren. Also hier schwingt viel Akzeptanz mit. Guck mal, die Karte habe ich auch noch nicht umgelegt. Nee, das ist der Mittwoch auch noch falsch rum. Heute ist hier der Wurm drin. Gut. Leidenschaft, Urvertrauen, Wissen um deine eigene innere Göttlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass hier ein ganz wunderschöner Start ins Wochenende ansteht für uns alle. Und was machen wir denn jetzt hier mal? Ich würde sagen, wir nehmen mal das Soul of a Princess Kartenset von Karin Hönig. Es ist wie immer unterhalb des Videos verlinkt. Die Karten sind höchstwahrscheinlich käuflich zu erwerben, wenn du sie gut findest. Schau gerne rein. So. Ja, genau. Wir haben hier einmal die Karte Unumgänglich. Hier ist etwas bestimmt. Das ist so eine Heilandskarte. Du musst hier vielleicht schicksalhaft dir selber etwas eingestehen, aber wir gucken mal weiter, was wir noch so bekommen. Liebes Universum, womit hat das denn zu tun, diese Unumgänglichkeit, die hier vielleicht auf uns zukommt? Es ist unumgänglich, schicksalhafte Begegnung und das Yin und Yang, die Bedingungslosigkeit, der Ausgleich zwischen Männchen und Weibchen, zwischen männlichen und weiblichen Energien. Ja, hier kommt etwas Wunderschönes auf dich zu, und zwar mit größter Leidenschaft, weil in deinem Inneren weißt du, was zu tun ist. Du solltest es ohne Zögern umsetzen. Diese Karte sagt auch: vollende etwas, lass etwas los.
Vielleicht darfst du loslassen, so stark sein zu wollen. Was ich hier gerade reinbekomme, ist eine Art Ermunterung, dich daran zu erinnern, dass es okay ist, voll in seiner männlichen Energie zu sein oder auch voll in seiner weiblichen Energie zu sein, je nachdem, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ich weiß, dass von Frauen verlangt wird, dass sie hart sind, dass sie männlich sind, dass wir funktionieren wie ein Mann. Und von Männern wird erwartet, dass sie sensibel, offen und verletzlich sein wollen wie eine Frau. Das hat ja inzwischen die verschiedensten Auswüchse angenommen in beide Richtungen. Also, und du darfst gucken, inwieweit du eine Ausgeglichenheit in dir selbst trägst zwischen deinem männlichen Pol und deinem weiblichen Pol. Wir alle tragen ja alle Anteile in uns. Und du darfst gucken, ob du vielleicht dazu neigst, in den anders gegengeschlechtlichen Pol von dir aus gesehen zu rutschen. Also wenn du eine Frau bist, kann es sein, dass du vielleicht sehr hart, sehr tough sein musstest in letzter Zeit, dass du viel Kraft brauchtest, viel, vielleicht musstest du viel deine eigene Schutzmauer gegen die Welt da draußen sein. Und möchtest jetzt wieder sanft und fließend sein und mehr wieder dich in deine Göttinnenenergie zurückbegeben. Und wenn du ein Mann bist, kann es sein, dass von dir sehr viel emotionale Arbeit abverlangt wurde oder abverlangt wurde, an zweiter Stelle zu stehen, etwas hinzunehmen, etwas fließen zu lassen, was dir vielleicht nicht gefällt, weil du lieber tätig geworden wärest. Und wenn das so ist, dann guck, ob du dich da vielleicht auch wieder rausziehen kannst, um dann wieder Stärke und Vertrauen und Sicherheit zu schaffen für dich, aber auch für das Umfeld, zum Beispiel für eine Frau, auf die du schaust. So, also ich würde sagen, man kommt hier gar nicht drum herum. Es ist so ein bisschen so, als würde man schlafwandlerisch jetzt in diese Situation reingeführt werden. Kann gut sein, dass es darum geht, eine alte Angst zu überwinden oder vielleicht auch eine Begrenzung zu überwinden, die ein Glaubenssatz ist, etwas, das du dir selber eingeredet hast, vielleicht vor langer Zeit, um dich vor etwas oder jemandem zu schützen. Das kann inzwischen so lange her sein, dass es tatsächlich schon ein bisschen unbewusst ist, dass es einfach wie deine zweite Haut ist. Ja, das ist inzwischen etwas, das du für deinen Charakter hältst, das aber vielleicht gar nicht wirklich deiner eigenen inneren Seelenkraft entspringt, sondern aus einem Schutzmechanismus heraus dir einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja, wenn du dich nicht traust, deine Verletzlichkeit zu zeigen als Frau, kann es sein, dass du nie jemanden hattest, der dich gehalten hat oder der dich vernünftig geliebt hat, wenn du als Kind oder in früheren Beziehungen dich weich gemacht hast. Dann war da keiner, der dich gehalten hat und du wurdest schmerzhaft daran erinnert, dass es vielleicht sicherer ist, mehr in die männliche Rolle zu gehen oder dein eigener Schutzpanzer zu sein. Und wie gesagt, als Mann kann das andersrum genauso sein. Es kann gut sein, dass du dich nie in deiner Wildheit oder in deiner Männlichkeit oder in deiner Tatkraft präsentieren durftest und einfach schweigsam geworden bist, ruhig, dass du ja dich irgendwie in die zweite Reihe gestellt hast. Und jetzt ist es an der Zeit, da wieder rauszukommen und herauszufinden, was es wirklich bedeutet, ein Mann oder eine Frau heutzutage zu sein. Alles sollte natürlich in einem guten Gleichgewicht sein, in einem guten Rahmen. Und manchmal geht es halt nicht ohne das andere und manchmal ist der Weg so, wie er ist. Aber du darfst das trotzdem fühlen und wirklich mal überprüfen, wie du dich damit fühlst mit den Entscheidungen, die du tagtäglich so triffst in Bezug auf deine männlichen und weiblichen Anteile. So, jetzt nehmen wir das Erat Aliquando Orakel, wo hier gleich irgendwas auf den Boden fällt. Wo bist du denn hingefallen? Hier. Die uralte Mooreiche. Ja, bei dieser Karte handelt es sich um eine Karte, die anzeigt, dass etwas lange Zeit vielleicht konserviert wurde und in diesem Stillstand, in dem du vielleicht warst oder in diesem Charakter, den du meintest zu haben, bist du trotzdem von deinem Umfeld immer weiter verändert worden, bis du irgendwann vielleicht hart wie Stein geworden bist. Das ist ja ein altes Thema, das heute hochkommen möchte. Und eventuell lernst du eine ganze Menge über dich selbst, weil du jetzt ja wieder aus dem Moor rauskommen darfst. Ja, du darfst da wieder auftauchen und da deine Stärke präsentieren. Hoch, nee, das sind zu viele. Was haben wir denn hier? Den Mangel, die Realität und das Nein. Okay.
In Wahrheit ist der Mangel gar nicht so wirklich da, ja? Die Leidenschaft ist da. Vielleicht mangelt es dir auch ein bisschen an Realitätssinn zurzeit. Vielleicht bist du gerne im Kopf oder nur im Kopf, versuchst alles zu zerdenken, vorzudenken, vorzuplanen, jede Möglichkeit durchzuspielen in deinem Gedanken. Aber die sind nicht die Realität. Die Realität wirst du erst dann erfahren, wenn du in dem Moment lebst und dann halt auch deine Erfahrung machst. Du kannst die Zukunft nicht durch deine Gedanken wirklich vorherbestimmen. Denn sobald mehrere Menschen daran beteiligt sind und auch die Umstände, in denen du lebst, passieren immer unvorhergesehene Sachen, Fügungen, die einfach für dich schicksalhaft sind, wo du zu Menschen geführt wirst, für die du bestimmt bist oder an Situationen herangeführt wirst, die wichtig sind für dein Wachstum, die dir mehr von der Welt und der Wahrheit zeigen. So, jetzt gucken wir aber auch mal, ob wir noch eine Bildkarte kriegen. Es ist auch interessant, dass wir drei von den Spruchkarten sozusagen haben. In Wahrheit musst du da nämlich nicht. Ja, hier haben wir noch das Luftschloss, das Wolkenkuckucksheim. Eventuell hast du dir irgendetwas ausgedacht, ausgemalt oder dir irgendein Szenario vorgestellt, was passieren würde, wenn du jetzt in die Veränderung gehst. Also du spürst vielleicht diesen inneren Drang, da deiner Leidenschaft nachzugehen oder etwas Neues zu machen, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, etwas, von dem du vielleicht weißt, dass es nicht ganz das Richtige ist. Vielleicht darfst du jetzt rausgehen und Erfahrungen machen. Oder du machst diese inneren Erfahrungen. Schau genauer hin. Hast du dir eventuell irgendwo ein so krasses Luftschloss gebaut? Oder ist vielleicht auch jemand in deinem Leben, der viel heiße Luft produziert, aber dann vielleicht nicht zur Tat schreitet? Das ist nur für einen kleinen Teil im Kollektiv. Beim kleinen Teil im Kollektiv kann es sein, dass hier ein Luftikus reinkommt, ein Schaumschläger, jemand, der sein Schloss auf Sand baut und ja, dir vielleicht einfach alles Schöne verspricht, was du hören möchtest. Pass auf, aber es ist wie gesagt nur eine Warnung für einen Bruchteil dieser Menschen, die hier zuschauen. So. Gut. Wir gucken weiter. Drei, vier Karten hätte ich gern noch. Was dürfen wir zum heutigen Tag noch wissen? Die Eule oder der Uhu? Na? Ist denn heute nur los? Auf der Unterseite Lord oder der Gott, nichts hält das Licht auf. Die innere Quelle wird dir weiterhin Botschaften schicken. Wir haben hier den Uhu, der auch für Kommunikation steht. Die Taube mit ihrem Brief. Ein dickes, fettes Ja in der Mitte. Dann haben wir hier noch die Dorfkneipe, das Haus aus Stein und der Bär mit dem Winter. Ich weiß nicht, seht ihr das hier außen noch? Ja, ne? So, gehen wir hier mal durch. Dir wird sich höchstwahrscheinlich hier etwas offenbaren, was jetzt zu einer neuen Realität führt oder zu einem veränderten Blickwinkel auf die Welt, in der du vorher gelebt hast. Hier wirst du zu einem Erkenntnisprozess kommen, der dir allergrößten Frieden bringt. Vielleicht auch auf der Herzensebene. Vielleicht erkennst du einfach, dass du dir selber lange Zeit unnötig Stress gemacht hast, indem du dich in eine Rolle reingequetscht hast oder indem du dich immer wieder angepasst hast an Menschen, die eigentlich dir nicht gut tun. Du merkst hier wahrscheinlich, dass es an der Zeit ist, ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen, eine neue Verhaltensweise an den Tag zu legen. Dein Leben so zu leben, dass du deine Veränderung ausleben kannst. Du bist nicht mehr der gleiche Mensch wie vor 2 Jahren oder vor 5 oder vor 10 Jahren oder weiß Gott, wie lange es her ist, dass du eine grundlegende Veränderung zugelassen hast in deinem Leben. Aber hier geht es darum, Frieden zu schließen, auch mit Nachrichten, die vielleicht im Außen auf dich einströmen. Es kann sein, dass du hier auch Nachrichten erhältst, die für dich schicksalhaft sind, wo du erkennst, okay, wenn dieser Mensch das und das wirklich so meint oder wirklich so sagt oder wirklich so ein Verhalten an den Tag legt, dann schließe ich damit ab, weil das entspricht nicht meiner Leidenschaft und das entspricht zum Beispiel auch nicht dem, wo ich hin möchte. Ich glaube, hier wird heute einiges wie Schuppen von den Augen fallen. Hier werden Luftschlösser vielleicht auch aufgelöst und du kehrst zur Realität zurück, weil du keinen Bock mehr hast auf dieses mangelhafte Gesamtbild. Es ist so, als ob dir jemand absichtlich bei einem Puzzle immer wieder die Hand davor halten würde, damit du das Bild nicht siehst und diese Teile nicht zusammenfügen kannst. Aber in dem Moment, wo du sagst, weißt du was,
nimm mal die Hand da weg. Dann hast du die Möglichkeit, die Teile, die jetzt noch so auf dich einströmen, die noch so auf dich projiziert werden oder dir vom Himmel geschenkt werden, dort einzufügen. Und dann hast du irgendwann eine bessere Übersicht über dieses Lebensmosaik, über dein Puzzle sozusagen, das vor dir auf dem Tisch liegt, diese Angelegenheit, um die du gerade dir Gedanken machst. So, es kann gut sein, dass der ein oder andere heute schwankt zwischen der Entscheidung, nach innen zu gehen und der Entscheidung, nach außen zu gehen. Spür in dich rein, was für dich richtig ist. Ich kann es dir nicht sagen, der ein oder andere möchte gerne in die Gesellschaft gehen und ein anderer möchte sich lieber zurückziehen. Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie du auf diese Nachricht reagierst und ob du dann dich deinen Ängsten stellst. Für manche kann es so aussehen, dass sie sich ihrer Angst stellen und mal wieder unter Leute gehen. Für andere kann es sein, dass sie sich ihrer Angst stellen und jetzt mal einen Tag lang stillschweigend auf dem Sofa sitzen, die Wand anstarren und weinen. Es ist völlig in Ordnung. Ganz gleich, was sich bei dir jetzt zeigt, lerne, dass du dir selbst vertrauen kannst. Du musst nicht zögerlich sein, deine Gefühle zu fühlen. Du musst nicht zögerlich sein, etwas Neues auszuprobieren. Du darfst heute hier nach vorne gehen. Dann haben wir hier noch die 33 und die 3. Also wir haben hier 3, 3, 3. Vielleicht ist hier auch ein gutes Geschenk auf deinem Weg. Falls du es noch nicht weißt, ich habe auch einen Instagram-Account. Dort veröffentliche ich jeden Tag Energiezahlen. Und zwar sind das Zahlen, die entweder aus doppelten Zahlen bestehen, so wie die 333, oder die auch als Spiegelzahlen gelten. Jede einzelne Zahl hat eine ganz besondere Energie. Und wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei. Da heiße ich ebenfalls Sabrinas spirituelle Beratung. Sonst findest du den Weg auch über meine Homepage und das findest du da unten irgendwo in der Infobox. So, also wir haben hier ein Geschenk drinne liegen mit der 333. Kannst du davon ausgehen, dass in den nächsten 48 Stunden höchstwahrscheinlich etwas auf dich zukommt, mit dem du nicht rechnest? Das kann ein physisches Geschenk sein, ein reales Geschenk. Das kann aber auch eine geschenkte Erkenntnis sein, ein geschenkter Segen oder halt irgendetwas, was für dich einen positiven Nutzen trägt. So, das Haus aus Stein ist alt, es ist schon ein bisschen verwittert und es ist an der Zeit, mal durchzufegen. Vielleicht sucht der Bär, der für Stärke steht, aber auch für den Winter, für diese Jahreszeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Vielleicht sucht der Bär auch ein bisschen Schutz im alten Haus, wenn es draußen wirklich zu turbulent wird, hat der Bär entweder seine Höhle oder er geht auch zu jemand anderem nach Hause. Also vielleicht überlegt sich der Bär, ob er jetzt jemanden besucht oder in die Dorfkneipe geht. Ich weiß es ja nicht, was der Bär so am Wochenende macht. Aber auf jeden Fall wird er dort bestimmt seine Stärke ausleben und auch seine Weisheiten unter die Leute bringen. Also, zusammengefasst würde ich mal so sagen, das, was hier auf dich zukommt, kommt auf dich zu, ob du das jetzt möchtest oder nicht. Alles in allem fühlt es sich sehr reinigend und klärend an und im Endeffekt auch schön. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt etwas mit der Liebe zu tun haben muss. Es kann aber mit der Liebe zu tun haben. Aber so alles in allem fühle ich, dass hier einfach eine neue Art von innerer Selbststärke und vor allen Dingen von Frieden und Ruhe einkehren möchte. Denn das, was dir lieb und teuer ist, das, was dir entspricht, deinem Wesenskern, einfach aus dir heraus sprudelt, wo du einfach die Zeit vergisst und glücklich bist, genau das möchte sich präsentieren. Und da wird dir höchstwahrscheinlich die Möglichkeit gegeben werden, etwas in den Ausgleich zu bringen, das jetzt einfach noch unausgeglichen ist. Seien es männliche oder weibliche Anteile, seien es eine Beziehung, wo Nehmen und Geben einfach in einer missgünstigen Lage war. Hier kommt etwas rein, was für dich auf jeden Fall vorteilhaft sein dürfte. Für all diejenigen, die noch ein bisschen interessiert sind, auf die Liebe zu gucken, nehmen wir jetzt nochmal hier die Botschaften von Herzen und schauen nochmal rein. Das lassen wir uns jetzt hier nicht nehmen, nochmal am Ende. Für all diejenigen, die sagen, ich habe genug, die können natürlich gerne schon abschalten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht magst du liken oder kommentieren. Huch, nee, das machen wir nicht. Liken oder kommentieren, genau, was dir gefällt. Wer mag, kann auch noch meinen Zweitkanal abonnieren. Du findest den ebenfalls in der Infobox weiter unten. So, gucken wir mal weiter. Eine vierte nehme ich noch. So, vier. Die erste Karte ist eine göttliche Fügung. Hier.
Begegnung, schicksalhaft, Bestimmung, bedingungslos, göttliche Führung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Sag ich doch, aber du darfst noch ein bisschen abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Dein Hilferuf ist nämlich bereits angekommen und dein Gebet ist erhört worden. Hier kommt jetzt wieder mehr Leidenschaft rein und ein Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Ja, glaube daran, dass der richtige Mensch zum richtigen Zeitpunkt zu dir, der alten Mooreiche, dieser standfesten Person kommt, die ihren eigenen Kram gut alleine geregelt bekommt und dann noch die Kirsche auf der Sahnehaube deines Lebens ist. Denn hier ist wahrscheinlich jemand, der möchte kein Luftschloss aufbauen, sondern eine ganz normale Beziehung mit dir anfangen. Und der bringt auch hier Stärke mit rein. Vielleicht kommt er noch im Winter, aber die Zeitangaben, ihr wisst, das variiert, denn alles passiert jetzt in diesem Moment. Und wir müssen schauen, dass wir in jedem Moment, in dem wir leben, halt das Beste daraus machen. So, gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Vielen Dank für alles, was ihr mir so in den Rückfluss gebt, an Likes, Kommentaren und Spenden. Vielen Dank für die E-Mails, die mich erreicht haben. Ich habe sie zur Kenntnis genommen und werde dann bei Zeiten antworten. Ja, alles Liebe auch für dich und dein Wochenende. Und wenn du magst, kannst du gerne mal schauen, ob ich nicht bei Instagram mit den Energiezahlen für dich auch noch eine gute Adresse bin, falls du bei Instagram bist. Ich finde das mal ganz hilfreich. Dort ziehe ich jeden Tag eine Tagesenergie, beziehungsweise ich poste jeden Tag eine Tagesenergie. Und ja, da ist noch so ein bisschen mehr von meiner verrückten Seite anzutreffen, sozusagen. Falls du auch mal mein Gesicht sehen möchtest, hast du dort die Chance, es zu tun. Gut, gibt es noch was zu sagen? Ach ja, persönliche Kartenlegung gibt es nach wie vor nicht. Ich hatte jetzt ziemlich viele Anfragen, aber ich schaffe es zurzeit einfach nicht. Ich muss selber auf mich achten, gehe hier durch meine Prozesse und brauche die Zeit einfach für mich und meine Kinder und meinen Alltag. Ich hoffe, du kommst damit so lange zurecht, einfach hier bei YouTube mit dabei zu sein. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!